Ich sehe keinen mehr. Ich auch nicht. Es hat funktioniert. Hat es. Und zwar blendend. Wir haben jedes einzelne dieser verfluchten Drecksschweine erledigt. Lord. Vielleicht wird das die Säuberungen aufhalten. Wenigstens für eine Weile. Vielleicht. Doch ich fürchte, meine Mutter wird sich rächen wollen. Sie wird dafür sorgen, dass ihre Truppen schnell ersetzt werden. Und dann beginnt alles von neuem. Ich frage mich oft, ob unser Rosaria für immer verloren ist. Die Felder brach. Die Menschen verhungern. Wir kämpfen, um die Flamme von Eins zu schützen. Doch für jeden Feind, der stirbt, erhebt sich ein neuer. Doch dies wird immer unsere Heimat sein. Und für sie kämpfen wir. Wie wir es getan haben und tun werden. Solange die Flamme des Phönix in unseren Herzen brennt, lebt Rosaria weiter. Und wir werden weiter hoffen, dass der Tag kommt, an dem die rosarische Flagge wieder über Rosalith wehen wird. Sir Wade, ich... Denke, wir sollten nach Port Isolde, ehe die Garnison Verstärkung herschickt? Da habt ihr wohl recht, Milord. Hey, Auftrag abgeschlossen. Und wie lange unterstützt mein Onkel euch und euren Kampf schon finanziell? Schon von Anfang an. Lord Byron war der Erste, dem ich von der Gründung der Hüter erzählt habe. Hätte ich damals von diesem Tunnel gewusst, wäre mir wohl der Ärger erspart geblieben, als ich über die Mauer hineinklettern wollte. Und seitdem kommuniziert ihr also nur noch über den Tunnel miteinander? Der Schein will weiterhin gewahrt bleiben. Wenn jemand Wind davon bekäme, dass Lord Byron in unserer Revolution mitmischt, würde er ohne einen Gill an den Galgen gehen. Und das würde niemandem helfen. Also hält er die Fassade aufrecht. Obwohl es ihn viel Überwindung kostet. Er weiß, dass ein falscher Schritt alles zunichte machen würde. Auch deshalb ist er vorsichtiger als je zuvor. Seid nicht überrascht, wenn er eine Audienz verweigert. Schließlich glaubt man euch beide tot. Dann werde ich ihn davon überzeugen müssen, dass ich weder Geist noch Feind bin. Mit Letzterem könnte ich euch behilflich sein. Das ist das Zeichen der Hüter. Damit diejenigen, die Rosaria lieben, auch euch als ihresgleichen wissen. Ich werde es mit Stolz tragen. Das würde ich auch empfehlen. Ich will nicht, dass meine Männer euch wieder angreifen. Es sei denn, ihr verdient es. Wenn doch Sir Tyler nur hier wäre, um euch zu sehen. Oder Lord Murdoch. Danke, Sir Wade. Wenn ich irgendetwas für euch tun kann. Ich weiß. Nun geht, Milord. Wie zuvorkommend. Meinst du wirklich, er glaubt uns, wer wir sind? Auf keinen Fall. Ich schätze mal, er hält uns für dreiste Betrüger und schärft gerade sein Richtbeil. Meine Überraschung vor, als ich hörte, mein Neffe sei zu Besuch.
Guy Frostfield ist schon lange tot. Und ihr schändet seinen Namen. Dafür rollen eure Köpfe. Bist du geistig umnachtet? Ich bin es, Sir Crandall von Camelot. Getreuer Diener ihrer heiligen Durchlaucht. Sankt Sibyl der Unschuldigen. Madu, du abscheulicher Zauberer. Für deine Missetaten gegen Kirche und Krone soll dein Kopf rollen. Pfui, du elender Tugendbold. Selbst im Tode willst du mich noch plagen? Also gut, ich stoße das Tor zur Hölle auf das du stürzest hinab ins Feuer. Bravo, Onkel. Dein Mardu ist immer noch unübertroffen. Oh, Clive, mein lieber Junge, du bist es wirklich. Das ist eine Lieblingsszene aus Die Heilige und der Heretiker. Warum war ich eigentlich nie Sir Crandall? Ich brauche deine Hilfe, Onkel Byron. Rutherford, informier die Küche. Wir haben Gäste. Lass sofort auftischen. Aber Onkel... Du kannst die Geschichte deiner wundersamen Rettung ja wohl kaum mit leerem Magen zum Besten geben. Los, setzt euch. Heute nehmen wir das gute Geschirr in Rutherford. Ihr habt also eine ihrer Säuberungen gesehen. Seit Annabella Statthalterin ist, streut sie Salz in Rosarias Wunden. Aber diese Gräueltaten sind ein neuer Tiefpunkt. Etwas ist anders. Ich weiß nicht genau was, aber sie ist nicht mehr dieselbe. Ein Monster hat sie ersetzt. Ein Monster... Wie dem auch sei, ich wurde beauftragt, diese Stadt zu regieren und muss daher den Schein des Gehorsams wahren. Mehr als Wade und seine wackere Schar zu unterstützen, kann ich nicht tun. Hat er erzählt. Du riskierst viel für Rosaria. Unser Land steht tief in deiner Schuld. Es sind schon 20 Jahre, Clive. Die Nation, die dein Vater und seine Vorfahren aufgebaut haben, ist passé. Vielleicht wäre es anders, hätte ich den Mut meines Bruders. Nun gut, wenn du ein Schiff benötigst, sollst du ein Schiff erhalten. Die Ladung einer meiner Barken wurde gerade gelöscht. Binnen weniger Wochen ist sie wieder reisefertig. Ihr glaubt uns also? Wirklich alles? Euch glauben? Ha! Ein Narr würde nicht einmal die Hälfte von eurem Gerede glauben. Doch bis heute hätte auch nur ein Narr geglaubt, dass mein Neffe noch am Leben sei. Außerdem habe ich Grund zur Annahme, dass Clive die Wahrheit sagt. Der da wäre? Na du selbst, Junge. Du warst schon immer ein furchtbarer Lügner. Ist das wahr? Ist nicht gelogen. Dann lassen wir das besser. Legen wir den Finger nicht in seine größte Wunde.
Was ich allerdings nicht glauben kann, ist, dass du dieser Sith sein sollst. Du warst immer so ein guter Junge. Doch nun bist du der Geächtete. Damit machst du aus mir, wenn ich nicht irre, einen geächteten Onkel. Also gut, wo plündern wir zuerst? Rutherford, bring mir meinen Säbel. Das wird ein Spaß. Ein tolles Schiff, nicht wahr? In nur 3 Tagen wird es uns über die siedende See bis nach Dostanos bringen. Bedrückt dich etwas? Monster. Als ich bei den Eisernen war, haben sie mir keine Wahl gelassen. Entweder ich folgte widerstandslos ihren Befehlen, oder jemand anderes wurde bestraft. So wurde ich ihre Marionette. Ich ließ sie meine Strippen ziehen. Sagte mir, dass nicht meine Hände das Schwert schwangen, sondern ihre. Ich verschloss mich vor der Wahrheit, weil ich den Schmerz nicht mehr ertrug. Und mit der Zeit fühlte ich nichts mehr. Ich war wie taub. Monster geworden. Tja. Ich will kein Monster sein, Clive. Verstehst du? Ich möchte einen anderen Weg wählen, einen besseren. In einer freien Welt. Aber bevor ich das kann, muss ich mit meiner Vergangenheit abschließen. Ich helfe dir. Und bin an deiner Seite, wie du an meiner warst. Danke, Clive. Ich muss für meine Sünden büßen. Erst dann. Und nur dann stirbt das Monster in mir. Gut, solange du nicht mit ihm gehst. Komm, gehen wir zurück. Bis es nach Benomer geht, gibt es noch viel zu besprechen. Ich darf auch wieder was machen. Ey, 20 Minuten Gameplay, 40 Minuten Videosequenz. Boah. Also mal ganz ehrlich, in dem Teil haben sie es übertrieben mit den Videosequenzen. Ja, spielbarer Film, genau. So, dann grüße ich erstmal Alexa. Ich hoffe, es geht dir gut. Und wie läuft's mit Anno? So, pass auf. Jetzt reisen wir dahin. Dann kommt jetzt sowieso wieder eine Videosequenz. Also kann ich meine Augen schließen und weiter spielen. Aber ich finde Lord Byron cool. Der ist richtig cool.
Nein. Darf gleich wieder was machen. Was der Freunde, was uns bei den Eisernen erwartet. Aber vielleicht hat Vivian zumindest eine Ahnung. Ja, stimmt. 5 Schritte laufen und dann. Typischer Adel. Versteckt sich lieber hinter seinen Mauern, schon ein paar Mal neu angefangen. Immer pleite, aber aufgeben ist keine Option. Richtig. Müsste, glaube ich, auch so ein Spiel spielen und dann auch sagen, ich gebe nie auf. Jeden Tag werden neue Aufträge am Brett angeschaltet. Wer soll sich denn bitte um all... Oh, ich habe gar nicht mit dir gerechnet. Kommst du, um den Lohn für deine Mühen einzufordern? Geflüster. Bettgeflüster. Dein Ruf eilt dir so weit voraus, Sid der Geächtete, dass ein erheblicher Teil meiner Gäste lieber pausenlos von deinen Taten spricht, anstatt selber zur Tat zu schreiten. Ich finde, dafür schulde ich dir zumindest einen Teil meiner Einnahmen. Ein besonders leidenschaftlicher Verehrer hat das hier auf meinem Nachttisch zurückgelassen. Möge es dir bessere Dienste leisten als ihm. Berserkerring. Kennt ihr den? Bitteschön. War's das? Berserkerring. Erhöht mit jedem perfekten Ausweichen kurzzeitig die Kampfkraft. Langweilig. Clive, gut, dass du da bist. Gibt's ein Problem? Schledorn ist das Problem. Der Kerl bläst nur noch Trübsal. Sonst reichen 1-2 Bier und dann ist er wieder der Alte, aber diesmal nicht. Irgendwas bedrückt ihn und er will mir nicht sagen, was. Er hat einfach keine Energie mehr. Sogar seine ewige Motzerei hat er eingestellt. Aber vielleicht fängt er wieder an, wenn du mal mit ihm redest. Dich mag er doch, oder? Also, kommst du mit? Gern. Wenn das hilft. Du bist meine Rettung. Aber wenn er nicht will, dann will er nicht. Wir sollten ihn nicht drängen. Schon klar. Also, wenn wir zusammen hingehen, riecht er Lunte. Deshalb gehe ich vor und du kommst danach, ja? Bis gleich. Wir sehen uns bei der Schmiede. Wir kommen aus der Nacht schon ziemlich gut sein. Mann. Grüß dich, Bruder hier. Dann mal viel Spaß unter der Dusche und anschließend erstmal guten Hunger. Ja, wir machen erstmal hier. Dieses Monster hat wohl Gefallen am Charon gefunden. Erst August und jetzt du. Was ist hier los? Ich bin doch sonst nicht so beliebt. August macht sich Sorgen, dass dich irgendwas bedrückt. Ich dachte, du willst vielleicht drüber reden. Interessant. Ich hab dir gesagt, dass ich in Ruhe gelassen werden will. Und was machst du? Clive will doch nur helfen, oder? Ist doch nett von ihm. Red mit ihm. Vielleicht geht's dir ja besser, wenn du mal alles rauslässt. Komm schon. Ich mach mir Sorgen. Stur wie ein Esel. Es gibt nichts zu erzählen. Nichts davon ist der Rede wert. Erzähl einfach drauf los. Charon und ich haben eine Abmachung. Ich helfe ihr mit Götz und sie zeigt mir, was die Konkurrenz so macht. Interessante Waffen, Rüstungen und so weiter. Neulich hatte sie irgendwo einen Kyras aufgegabelt. Meisterhafte Lederarbeit. Leicht und widerstandsfähig. Sowas hast du noch nicht gesehen. Dagegen sind meine plumpen Sachen der letzte Schrott. Ich hätte das Mistding kaufen und mir die Technik abgucken sollen. Aber ich war zu stolz. Und jetzt denke ich Tag und Nacht an Ledernähte.
und daran, was für ein zweitklassiger Handwerker ich bin. So, zufrieden? Habe ich euch genug bespaßt? Dann zischt ab. Na gut, bis später. Für mich war Schledorn immer so eine Art Naturgewalt. Eine Gewitterwolke voller Schnaps. Dass der sich verunsichern lässt. Und das von irgendeinem Lederfummel. Schledorn ist sehr stolz auf seine Arbeit. Sowas nimmt er sich natürlich zu Herzen. Und wenn wir Pech haben, wird das noch schlimmer. Wenn er an sich zweifelt, leidet sein Handwerk. Und dann zweifelt er noch mehr. Wir müssen etwas tun. Auf jeden Fall. Dieser Kyras, von dem er gesprochen hat. Vielleicht lässt sich da was machen. Wir könnten versuchen, ihn aufzutreiben. Wäre ein guter Anfang. Wunderbar. Dann wollen wir mal. Gehen wir zu Charon.